Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans, zu einer neuen Folge von Chaos Customs, diesmal auf der European Bike Week 2015 in Fag. Ich stehe jetzt hier mit dem großen Conny. Hallo. Hello. Zunächst einmal zu dem Namen deiner Firma. CCCP steht da, natürlich heißt das SSSR. Wie kam es dazu? Nee, das ist Kukurukuku Paloma. Nee, das ist, mein Übername ist Goni und dann hat es das so ergeben, Goni Custom Chopper Project in Anlehnung an Russland, weil jeder, der da irgendwas macht mit Harley, unterstützt ja die Amerikaner und ich habe gesagt, ja, die Bösen müssen auch unterstützt werden und daraus hat es das ergeben. Jetzt sehe ich da hinten, werden wir später noch dazu kommen, so richtige, wie sage ich jetzt, Easy Rider quasi mit dieser langen, gestreckten Gabel. Das ist was ganz anderes, aber also eins der besondersten Custom Bikes hier, glaube ich, am ganzen Gelände. Motorex ist ein guter Partner von uns und du bist ja aus der Schweiz. Ja. Die Firma auch. Wie kamst du zu dieser Kooperation? Ja, in erster Linie mal die Farbe. Weil wenn du deine eigene Marke hast, dann solltest du auch eine eigene Farbe haben. Dann Erkennungswert ist dann natürlich viel größer. Und ich habe da Motorräder, diverses an dem Moped, ist seit Jahren im Keller unten gestanden und nichts daraus gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, so über den nächsten Winter, neben 8 Stunden arbeiten, könnte man da ja nach 8 Stunden was fürs Gemüt machen. Und daraus hat es den irgendwie so ergeben. Und den haben wir an der Custom oder an der Swiss Custom haben wir den auf der Bühne zusammengebaut. Weil es relativ einfach war, nicht viel Elektrik und ja, dann hat es alles draus gegeben und jetzt hat der Motorex die 5-6 Mal gehabt für Ausstellungen und so und ja, gefällt jedem. Ja, meine das Kollegen, war das Ziel eigentlich. Ja, meine Kollegen haben nämlich auch, die haben das schon gesehen damals bei der Swiss Moto. Wenn du sagst, auf der Bühne zusammengebaut, ich meine, das schaut mir eher nach so 1000 Stunden aus. Wie funktioniert das? Waren da die Teile fertig und ihr habt dann dort das zusammengesetzt? Also eben, Räder, Motor war schon lange da, die Gabel habe ich gekauft und alles, was sonst dran ist, haben wir in Handarbeit gemacht. Vorher mal alles zusammengestellt, lackiert von Pfeil, nachher auf der Bühne zusammengebaut. Ja. Das hört sich extrem einfach an, ist aber sicher trotzdem nicht billig, weil alleine diese Details, sind die alle von dir quasi gezeichnet und dann danach produziert? Ja, nach einer Flasche Wodka kommt das manchmal und dann ist das hier drin und dann wird es einfach gemacht. Ja. Nur eine, okay. Fantastisches Bike, aber jetzt schauen wir mal, was du eben sonst noch machst, weil das ist irgendwie auch was ganz Spezielles, sage ich jetzt mal. Und mich würde es mal interessieren, wie sowas fährt. Aber jetzt schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, gut. Das ist eigentlich unser Markenzeichen, sind die sogenannten Schweden-Chopper. Autoreifen, endlose Gabel. Und easy zu fahren. Okay, dann gehen wir mal rüber.